Hallo zu einem neuen Video mit Flohmarkt-Pickups. Drei Flohmärkte sind es an der Zahl, die ich und mein Bruder besuchen. Wobei heute Samstag ist. Zwei haben wir schon besucht. Am Sonntag gibt es den dritten. Deswegen werde ich auch das Video in zwei Teilen aufnehmen, logischerweise. Jetzt kommt erstmal mein Samstagsfund, aber erstmal ein Intro. Ja, wie gesagt, samstags, oder heute ist Samstag, ich war mit meinem Bruder auf zwei Flohmärkten, einem ganz kleinen, da war doch nicht so viel los, obwohl ich gedacht habe, da ist mehr los. Aber ja, der andere war auch nicht riesig, aber es war was zu finden und genau darum geht es doch eigentlich, wir finden was. Und wie am Anfang eingeleitet erzählt, es gibt noch einen dritten Flohmarkt, den werde ich sozusagen im Anschluss dann aufnehmen, sozusagen einen Tag später. Heute ist Samstag, wie gesagt, morgen Sonntag. Dann nehme ich den Teil auf, den ich morgen finde. Und ich hoffe, das Wetter ist super und dann werde ich bestimmt eine Menge finden. Aber egal, erstmal, ihr wollt ja wissen, was habe ich heute gefunden? Oder was haben wir heute gefunden? Der Anfang macht Lego. Lego, da war ein Stand mit einer jungen Dame, kann man sagen, die ihr Lego Dimensions verkauft hat. Hier ist jetzt in der Tüte drin, sind mehrere Sets, die sind gespielt worden. Ich packe mal alles auf, dann kann man es genauer ansehen. Und teilweise noch mit Box, aber eben halt gespielt. Zusammen alles für 18 Euro. Und zwar haben wir einmal das Gremlins Set, auch sehr geil. Dann haben wir ein kleines Set mit A-Team. Ich packe es mal jetzt oben drauf, jetzt kommt dann mehr. Und ich, bevor ich das letzte Set zeige, das hier ist Mission Impossible Ethan Hunt, der gerade seine Haare verliert. So, Ethan Hunt. Trägt Tom Cruise ein Torpi? Ich weiß es nicht. So, haben wir hier mit Motorrad. Und ja, ein Motorrad. Und hier ist noch ein, ja, das, da kommt, glaube ich, das Motorrad drauf. Das ist ja dann dieses zum Hinstellen. Genau, hier kommt das Motorrad drauf. Na komm, wollen wir bauen. Genau, Motorrad und Auto. So, jetzt nochmal richtig. Wunderbar. Kommt zu Ethan Hunt. Ethan Hunt hat auch seine Platte. Wieder nachher rein. Das letzte Set ist hier von Ghostbusters Slimer. Auch cool. Wie gesagt, das Spiel ist leider ja eingestellt worden. Das ist im Stile der Lego-Spiele gewesen. Wirklich klasse. Es lohnt sich wirklich. Das Spiel macht riesen Spaß. Naja, und die hat sich davon getrennt. Sie hat gesagt, sie hat noch weitere Sets und wollte uns noch mal ein paar Fotos schicken. Mal sehen, ob sie es dich dran hält. Ich meine, sie hatte noch weitere Sets dabei, die jetzt aber nicht so interessant waren. Oder wir haben eigentlich alle Sets. Das sind jetzt so, die wir wirklich auch lose haben würden. Oder zum Tauschen. Weil, ja, die sind einfach die Kultfiguren. Und darum ging es uns eigentlich. Genau, so, und jetzt geht's weiter. Das war der allererste Kauf auf dem Flohmarkt. Drei Bücher. Ich sah die da liegen und dann mein Bruder sagte nur, ja, die müssen wir mitnehmen, unbedingt. Und zwar von der Assassin's Creed Serie, die Last Descendants Bücher, Aufstand in New York. Last Descendants, das Grab des Khan. Im Fischer Verlag erschienen und Last Descendants, das Schicksal der Götter. Und die gab es für je 1 Euro, sind zwar Menge Exemplare, aber findet man mal Assassin's Creed Bücher. Besser geht's doch eigentlich nicht. Wahnsinn. Ja, das hat schon alles super gut angefangen. Und dann, ja, insgesamt haben wir auch ein paar Filme gefunden. Und das ist ein ganzer Stapel, den Anfang macht. Ja, ist zwar eine neuere Auflage, aber auf DVD habe ich den noch gar nicht. Der Glücksbärchen-Film, der Klassiker aus den 80ern. Fällt nicht so auf, weil das Cover sehr modern aussieht. Aber den gab's. Warte mal, da habe ich noch ein anderes. Im Endeffekt habe ich mit der anderen DVD, warte, ich zeige die gleich als nächstes, genau. Und zwar die Box 1, 5 Freunde.
der 80er oder 70er Jahre Serie, kann man ja, muss man ja eher sagen. Einmal eine Kindheits-Fünf-Freunde-Serie, Box 1, gab es zusammen für 4 Euro. Also da kann ich nichts Gegenteiliges sagen. Das hat sich wirklich gelohnt. An dem Stand, wo mein Bruder das gekauft hat, habe ich für 3 Euro noch mitgenommen, auch filmemäßig, Bezauberte Genie, Staffel 1 und 2. Wie gesagt, 3 Euro zusammen. Ist eine Kultserie, wirklich gut, habe ich auch in meiner Kindheit geguckt und für den Preis, da brauchen wir gar nicht so viel uns unterhalten. Dann gab es Hörspiele. Und jetzt greife ich mal kurz vor, das war der erste Flohmarkt. Und dann war ein Flohmarkt eben halt der zweite, der war aber wirklich ganz, ja, klein. Traurigerweise, obwohl das eine ganze Siedlung ist, da bin ich aufgewachsen in der Siedlung. Und wenn ich an meine Kindheitsflohmärkte denke, die waren gigantisch. Dieser jetzt leider nicht, lässt sich nichts ändern. Aber ich habe dort 3 Hörspielkassetten gefunden, zusammen für 2 Euro. Und zwar einmal Peter Pan, ist auch noch die schwarze Auflage. Also mit dem geklebten, sehr klasse. Nehmen wir mal dahin. Dann gab es auch ein Robin Hood. Und das ist die neuere Auflage mit der durchsichtigen, aber identisch mit dem Inhalt. Und etwas, was etwas seltener ist, Bambi Nummer 2. Bambi, Bruno, der fremde Hirsch. Das sind weiterführende Geschichten mit Bambi. Sind schon etwas seltener zu finden. Nicht schlecht. Aber wie gesagt, 2 Euro für alle 3 zusammen. Sollten erst 1 Euro das Stück. Ich habe mir gesagt, 2, das Mädel oder die Tochter hat entschieden, sage ich nicht nein. Ich habe auch nicht gehandelt. Ich habe einfach gefragt, was möchtest du haben? Ich habe es bezahlt. Gut, ein Hörspiel. Jetzt kommt das nächste Hörspiel wieder zu dem anderen Flohmarkt. Also wie gesagt, das war Flohmarkt 2. Mehr gab es da nicht. Tut mir leid, ich hätte gern mehr gekauft, aber es gab nichts. Stände waren zu wenig. So, und dann habe ich mir gekauft für 4 Euro die Hörspielreihe Das letzte Kommando. Das ist eigentlich eine Trilogie. Das ist der dritte Part. Das sind die Hörspiele von den Timothy Zahn Büchern, die wirklich top sind. Ich kann sie jedem empfehlen. Teil 1 ist Erben des Imperiums. Teil 2 ist, jetzt komme ich gerade nicht drauf, der zweite, aber egal. Teil 3 ist Das letzte Kommando. Richtig, kommt richtig schön in so einem Schuber mit dem schönen Cover. Einziger Wermutstropfen, Disc 5 kam ohne Hülle. Aber die lohnen sich. Ich werde immer eine aufschlagen vom letzten Kommando, richtig schön. Ja, so ein bisschen, damit es nicht so spiegelt. Und das Coole ist, die haben jeweils immer unterschiedliche Artworks drin. Also Wahnsinn, wo ich das jetzt hier habe, zeige ich euch die. Wie gesagt, 5 habe ich leider nicht. Das wäre schön. Das werde ich noch irgendwie suchen. Auch wenn ich die CD habe jetzt. Die CD von Nummer 5 ist da drin, aber nicht die Hülle. Und ihr seht, hier ist Nummer 2. Also erstmal ein schönes Außencover. Und auf der CD ist immer so das Hauptcover wieder, aber innen drin sind klasse Artworks. Also Wahnsinn. Das lohnt sich wirklich. Und das Hörspiel sowieso, es ist mit den Originalsprechern von der klassischen Trilogie, mit Wolfgang Pampel als Harrison Ford wieder, oder Han Solo, Hans-Georg Panzak als Luke und Susanna Bonasowitz als Prinzessin Leia und alle fast Originalsprecher, die noch lebten zu dem Zeitpunkt, sind dabei. So, und hier kommen bei Teil 4, ich habe jetzt Teil 3 noch liegen, habe aber vorgegriffen, meine Lieblingsbilder. Die X-Wing und hier guckt ihr R2-D2 an und mit einem Spiegelbild von Prinzessin Leia. Ist das nicht geil? So, und letzte Kommando. Geiles Cover. Von hier, von Teil 3. Tragen auch unterschiedliche Titel. Auch richtig geiles Artwork. Also, das lohnt sich wirklich. Es macht tierisch Spaß, die zu hören. Da sind, ja, die Romane sind gut und auch die Hörspiele sind grandios. Ja, und in diesem Schuber, für 4 Euro kann ich nichts sagen, sollte jetzt 5 kosten, habe ich auf 4 runtergehandelt. Ja, da sage ich nicht, nehme ich mit. Und dann kamen Computerspiele. Und da haben wir dann so ein bisschen gestöbert und so ein bisschen gefunden. Ein paar Sachen sind, da weiß ich gar nicht, was mein Bruder ausgegeben hat, aber es war unter 5 Euro auf jeden Fall. Das hatte ich nur mitbekommen, dass er es genommen hat. Für Nintendo DS das Guitar Hero on Tour Modern Hits. Und ja,
Das gab es an einem Stand. Eigentlich ist mir nur das Steelbook aufgefallen. Das ist Dragon Ball Raging Blast 1 und Dragon Ball Raging Blast 2. Teil 2 ist, das ist die Piggy-Version. Hat leider Kratzer drauf, müsste also geschliffen werden. Hatten wir uns verguckt, haben wir leider schon. Das wird uns dann sozusagen verlassen. Ist leider jetzt nicht im besten Zustand, aber hier, das wollte ich haben. Eigentlich gab es mir da rum. Also die gab es für 8 Euro zusammen wegen dem Steelbook. Ich fand es mega. Fehlt das Handbuch leider, wahrscheinlich auch so ein Pappschuber, aber mit Soundtrack dabei von dieser Collector's Edition gar nicht so schlecht. Und gerade das war das. Naja, und mag ein bisschen viel sein, aber wegen dem Steelbook fand ich besser. Und beim anderen hat man sich verguckt und dachte man, das fehlt einem. Naja, und dann gab es noch an einem Stand ein weiteres Game. Und zwar Spider-Man 2 für die Xbox. Das ist nach dem Film, aber es soll kein schlechtes Spiel sein. Vor allem sind die Original-Synchronsprecher des deutschen Synchronsprecher des Films auch für die, oder haben für die Charaktere im Spiel eingesprochen. Komplett in Deutsch steht hier. Ja, das gab es. Ist auch im sehr guten Zustand. Alles top, top drin. Gab es für 4 Euro. 5 wollte haben, habe ich jetzt auf 4 runtergehandelt, weil wir es noch nicht hatten. Also wirklich großartig. So, und dann, jetzt überlege ich zusammen, jetzt kommen noch ein paar Games. Für das alles zusammen habe ich bezahlt 7 Euro. Für 7 Euro gab es das zusammen. Fange ich mit den etwas einfachen Sachen an. Für PC gab es so eine PC-Big Box mit Dreierspielen. Und zwar FIFA 97, Have a Nice Day und AH64D Longbow. Das ist eine Hubschrauber-Simulation. Und gerade deswegen habe ich es mitgenommen, weil da ist ein richtiges Handbuch dabei. Und das gab es sozusagen. Das war, sollte 2 Euro kosten. Das war jetzt bei einem Stand. Mitgenommen habe ich auch die Big Box, aber da ist leider das Game nicht drin, aber die Big Box, die kann man sich immer mitnehmen. Von Jagged Alliance 2. Wie gesagt, die gab es dazu. Auch richtig cool. Ist Echtzeit-Strategiespiel, richtig gut. Und die Big Box in dem wirklich guten Zustand. Wann findet man die? Also da kann man nichts sagen. So, und dann gab es noch 2 Spiele und das sind eigentlich richtige Highlights. Auch wenn das eine kleinen Wermutstropfen hat, aber da komme ich gleich zu. Und zwar gab es einmal dazu, oder es gab in dem ganzen Preis, ich sagte ja 7 Euro für alles zusammen, lag da Dark Souls, die Limited Edition, das ist die Piggy-Version, in einem Top-Zustand, das Spiel selbst und das Artbook kommt mit Making-of. Es gibt sogar noch den Code dazu, ob der eingelöst ist, weiß ich nicht, aber hat man und der Soundtrack, also absolut top und das ist wie neu und das hat sich echt gelohnt, also wie gesagt, für den Kurs einfach, da habe ich es mitgenommen, als es da lag und was da auch lag, für 1 Euro und das ist eigentlich der Mega-Schnapper, es hat nur einen Wermutstropfen, ich zeige euch erstmal kurz die Seite, ihr seht Aufkleber von GameStop und zwar auf dem Cover, weil sie diese Strichcodes abgeklebt haben. Das ist richtig ätzend. Ich versuche die noch abzukriegen, aber ist echt schwierig, denn es ist ein super teurer Titel. Gregory Horror Show von Capcom, das PlayStation 2 Spiel. War ganz erstaunt. Für 1 Euro, ich habe so ein bisschen nachträglich gekauft. Ich habe erst das Spiel mitgenommen und die Boxen, da habe ich 4 Euro bezahlt. Das und das habe ich 4 Euro bezahlt. Sagte, mach einen Preis. Dann habe ich 2 Euro nochmal für diese andere Big Box hingegeben und dann sage ich das noch, habe ich noch 1 Euro hingegeben dafür. Ja, und das wird mit fast 100 Euro gehandelt. Ich bin völlig erstaunt. Das ist ein Top-Zustand, abgesehen von dem Aufkleber. Ach, was soll's. Das waren diese beiden Flohmärkte. Und wenn das Wetter mitspielt, kommt jetzt das, was wir beim Sonntagsflohmarkt gefunden haben. Heute ist Sonntag. Es war wieder Flohmarktzeit. Samstagsteil habt ihr gesehen und heute am Sonntag auf einem wunderbaren Flohmarkt, das war ein Dorfflohmarkt, sehr, sehr riesig, ich liebe diesen Flohmarkt, fand seit 2 Jahren nicht statt, aus bekannten Gründen, ist mega groß, ich muss aber sagen, diesmal haben wir jetzt doch nicht so viel Sachen gefunden, es war ein sehr, sehr schöner Trödelflohmarkt, weil auch sehr viel, ja eigentlich fast keine Händler da sind.
es gibt diese einfachen, diese Trödelhändler, die wirklich Trödel haben, die waren da auch vertreten, aber es war mega viel an, ja mega, ja doch kann man auch sagen, es sind sehr, sehr viele private Leute da gewesen, die hatten sehr, sehr viel Stuff, aber sie hat sich wirklich diesmal auf Klamotten und Trödelspiel spezialisiert, als ob die in dieser Richtung auch wirklich nach diesen 2 Jahren sehr, sehr viel aussortiert haben. Wie dem auch sei, mein Bruder und ich haben wirklich tolle Sachen gefunden. Oh, jetzt fange ich an, richtig auch begeistert zu sein. Den Anfang mache ich von einem, ja, auch ein Händler, der da war. Der ist ein Brettspielhändler, ein Befreundeter, den wir über viele Flohmärkte auch schon kennen, den wir kennengelernt haben, als wir selbst mal über den Flohmarkt gelaufen sind, über einen ja, Dorfflohmarkt, wo man von, ja, wo jeder bei der Haustür verkauft hat. Seitdem sind wir gut befreundet und der gibt uns das auch immer dann zu einem passenden Kurs. Deswegen werde ich da jetzt keine Summe sagen, aber es war auch nicht günstig. Ich werde nur ganz grob da was zu sagen. Beziehungsweise ein Teil war ein Tauschdeal, weil ich ihm auch mal was zum Ankauf gegeben habe. Deswegen ist der erste Teil eigentlich getauscht worden, das kann man so sagen. Und zwar, es ist noch in der Tüte, aber ich kann es euch trotzdem durchzeigen. Ich fange an mit Megablocks und Halo. Ich hoffe, das kann man sehen. Auf jeden Fall richtig cool. Es ist einmal hier so dieser Wagen von Halo. Und auch vollständig alles. Sind die auch nicht mehr so günstig, weil sie auch teilweise nicht mehr gibt. Noch 2 weitere Halo-Sachen. Hier ist so ein viel kleines Figuren-Set dabei gewesen. Ihr könnt hier sehen, die Halo-Figuren sehen wirklich klasse aus. Und hier ist auch nochmal so ein Kampf-Set mit so einem Schild. Auch sehr, sehr klasse. Also sind nicht günstig. Nur vom Gespräch her, wir haben diese Preise nicht, wie gesagt, der Teil war ein Tauschdeal. Aber diese werden schon so um die 20 Euro, so eine kleinen Sets, bis 50 bis 80 Euro werden so eine größeren Sets gehandelt. Wie gesagt, nicht günstig, aber auch sehr, sehr schöne Sachen, gerade für Gamer, echt der Hingucker. Ja, der zweite Teil, den seht ihr auch in den normalen Geschäften. Er hat ihn auch gehabt, weil er auch Privatis gesammelt hat. Und zwar sogar in einer mega großen Box, die haben wir geschenkt gekriegt. Das geht um Mario-Figuren zu dieser Serie. Das sind jetzt Sammelserienfiguren. Ich kann euch das hier auch aufmachen. Da sind dann noch 4 Stück, noch 8 Stück drin gewesen. Die Hälfte hat er selbst rausgenommen. Und das Spaßige war, er hat wirklich so, wie ihr es jetzt seht, die erste Hälfte rausgenommen. Und das war auch ein ganzes Set. Es gibt insgesamt 8 Figuren. Und mein Bruder hat die inzwischen auch kontrolliert, sind noch nicht gebaut. Diese Sets sehen so aus. Auch nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, ihr könnt jetzt sehen, diese 8 Figuren können es sein. Kosten etwa 6 Euro pro Stück, wenn ihr die im normalen Handel kauft. Und wir haben jetzt für das Set ein bisschen weniger bezahlt. Da kommen noch 2 Teile drauf, die mein Bruder mitbezahlt hat. Ich glaube zusammen, weil er hat das ja auch zum normalen Preis bekommen, war so um die 50 Euro nochmal, was er draufgelegt hat, dafür diese ganzen Sachen. Klingt immer so viel, aber es ist auch 1 Cent gerechnet, also im Endeffekt 4 Euro pro Teil, weil 6 Euro und es ist dann noch eben halt gerade im Handel. So geht es eigentlich, kann man für dieses Mario-Spiel benutzen. Und wie gesagt, alle 8 Figuren waren dabei. Und das, stelle ich schon mal dahin, das gucken. Schöne ist eigentlich, mein Bruder hatte bisher nur einmal das regulär gekauft, das Set, und da war der gelbe Yoshi dabei. Der ist jetzt doppelt und der wird uns verlassen. Also wenn jemand ihn sucht, mich einfach anschreiben. Kann man auch machen. Zu diesem Set gab es noch 2 weitere Mario-Teile. Und zwar einmal der Super Mario gelbe Pinguin-Anzug. Der fehlte auch meinem Bruderchen für seine Sammlung dazu. Und ein Set, was es so teilweise in diesen Tüten hier gibt. Auch für Super Mario. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, da muss man auch mal gucken. Und das ganze Set gab es für 50 Euro. Ja, da kann man echt nicht viel sagen, weil es ist ganz normal. Ja, es ist eigentlich fair.
kann man es auch sagen. Es ist ein fairer Preis. Und wie gesagt, dieser hinten ist ganz kaum zu sehen, aber der ist doppelt und einmal abzugeben. Weiter fange ich an. Ich habe ein paar Bücher gefunden, haben wir da. Mein Bruder hat es gekauft, sich die so eine Tolkien-Buchbox mit die. Also hier seht ihr diese Buchbox und ihr seht noch den Preissticker drauf, den kriege ich fast nicht ab. Das ist echt blöde und das muss ich echt sagen. Leute, klebt keine Papiersticker auf Pappboxen. Also man reißt hier leider die Verpackung mit ab und das lässt sich kaum lösen. Gerade manche Sticker sind echt hartnäckig und das macht es sich echt nicht schön. Gerade auf sieht man ja leider immer wieder auch bei Special Editions. Ja, ansonsten sind hier drei Bücher drin in Taschenbuchform: Die Geschichte der Kinder Huriens, Fëanors Fluch und Thor und seine Ankunft in Gondolin. Ja, mein Bruder weiß noch nicht hundertprozentig, ob er die Bücher hat, weil er hat mehrere Tolkien-Bücher und die sind auch teilweise in Sammelbüchern mit drin gewesen. Ja, aber es gab, ich glaube, er hat keine 4 Euro bezahlt, er hat, glaube ich, 2 Euro bezahlt dafür. 4 war wohl mal der erste Preis, also in dem Sinne nicht schlecht. So, dann für 3 Euro habe ich gefunden einen Roman, den habe ich auch bereits schon, aber das nehme ich immer mit. Game-Roman, Dead Island, der offizielle Roman, wird mich auch dann sozusagen verlassen, da habe ich dann mitgenommen. So, und für meine 3 Fragezeichen-Sammlung gab es 3 Bücher. Einfach, die ich noch nicht hatte. 3 Fragezeichen, das rätselhafte Erbe. Noch stelle ich mal dahin. Und der Jarle-König, auch noch etwas neuere. Da bin ich gespannt, den möchte ich gerne noch mal lesen, um mich zu vergleichen, weil so schlecht fand ich die Geschichte gar nicht. Und Geheimnis des Bauchredners. Ja, wirklich sehr, sehr schöne Bücher. Lohnt sich. Und ja. Ach, das eine, ich überlege gerade, wo ich weitermache. Also ich mache weiter mit Filmen. Eine ganze Menge Blu-ray-Filme haben wir da gefunden. Im Durchschnitt, ja, 2 Euro das Stück, kann man so sagen. Also zwei waren, glaube ich, bei 3 Euro, aber so durchschnittlich 2 Euro das Stück. Und da gab es einmal Universal Soldier, die Rückkehr mit Van Damme. Es gab Die etwas anderen Cops mit Mark Wahlberg und Will Ferrell. Und ein Kurzauftritt von The Rock Johnson und Samuel Jackson. Und Eva Mendes nicht zu vergessen. Dann etwas, ja, weiß da nicht, mein Bruder fand das irgendwie interessant. Die Fire Dragon Chronicles. Das sind, ja, Dragon Quest, Midnight Chronicles. Mir sagt das gar nichts. Aber mein Bruder fand das interessant oder kannte es. Keine Ahnung. Dann Tim Burton's Dark Shadows. Wie gesagt, ich glaube, der gab es für 1 Euro, also ich sage ja durchschnittlich 2 Euro. Deswegen ist es nicht schlimm. Und hier gab es dann Yellow Walkers von mit Wesley Snipes, auch so ein B-Western Vampir. Egal. So ein Western-Szenario mit Wesley Snipes. Brutal, keine Ahnung. Kenne ich nicht, ist ja auch ab 18. Und ja, hier Disneys Vaiana auf Blu-ray, warum nicht? Kann man zulegen. Weiter geht es mit Chappie. Auch kein schlechter Film, vielleicht nicht der beste, aber unterhaltsam. Und dann kommen noch 3 richtige Klassiker, wenn man schon wissen will. Und dann will ich auch noch was erzählen dazu. Die werden bei mir sozusagen, das sind 3 Upgrades qualitativ für die Filme. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Mit Sean Connery unter anderem, dann Tom Cruise in Minority Report und die Monster AG, Blu-ray 3D und die Blu-ray. So, und das sind 3 Filme, die bei mir sozusagen abgegradet werden, die ich auf DVD habe. Und ich habe einfach mal die DVDs jetzt hier mitgenommen, das ist aus meiner Sammlung. Und dann stelle ich euch die Frage, ich mache es einfach mal mitten in meinem Pickup-Video. Manchmal ist es ja, die Upgrade-Sachen echt einfach. Und hier habe ich auch 2 Beispiele, und zwar... Hier habe ich jetzt einmal Minority Report und die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen in der Special Edition. So, ich bin natürlich und mein Bruder jemand, der gerne auch die Specials guckt. Wir lieben die Hintergrundberichte und deswegen behalten wir so viele Sachen auch. Jetzt hat man da 2 Editionen, hier Special Editions mit viel Specials. Und die sind hier teilweise
ich glaube, bei Minority Report ist alles enthalten, wenn ich das richtig gesehen habe, hier hinten drauf. Bei der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist es nicht dabei. Ähnlich ist es auch bei Monster AG. Da haben wir auf DVD, und das ist natürlich wirklich was Schönes, richtig schön, eine Pappschuber-Edition. Den kann man aufmachen. Auch sehr, sehr hübsch gemacht. Hier mit Glotzkowski und Sully. Richtig toll. Und dann kamen halt die DVDs hier rein. Also eine richtig schöne Edition. Auch mit sehr, sehr viel Specials. Ja. Und das ist ja sowieso eine Sache, wenn man sammelt, Filmesammler ist. Ne? Eine schöne Papp-Edition auf DVD und ja, schön ist was anderes. Qualitativ des Films ist natürlich super, aber das macht es schon schwer. Man möchte eigentlich, ich meine klar, ich habe Disney Plus auch, ich könnte auch digital gucken, der Film ist digital. Das hat sich natürlich jetzt ergeben, für 2 Euro mitzunehmen. Ich hätte ihn nie neu gekauft, weil das ist auch eine geile Edition. Und die wird mich wahrscheinlich deswegen auch leider nicht, na leider will ich nicht sagen, und nicht verlassen. Ich habe einige Special Editions, mit, wo die Specials identisch sind, eben halt behalten. Da gibt es zahlreiche. Vielleicht mache ich mal ein Video dazu. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es interessant findet, wenn ich mal so Filme auseinandernehme, wo ein Upgrade so ein bisschen schwierig ist. Wo man, so wie hier, ne? Wunderbarer Pappschuber. Und sollte man upgraden, die DVD oder nicht? Lohnt sich überhaupt, die DVD zu suchen für die Sammlung, wenn man Filmsammler ist? Vielleicht mal ein schönes Thema. Ich werde das, habe schon mal ein Thema gemacht zu diesem Thema. Ich glaube, mal mehr so ein Podcast. Den verlinke ich mal jetzt hier. Aber ansonsten, ja, kann ich auch ein neues Video dazu machen. Schreibt mir es bitte in die Kommentare. Ja, wie gesagt, das ist nur mal so am Rande erwähnt. Wunderbar. Filme möchte ich gar nicht sagen. Also Monster AG ist richtig klasse. Toll synchronisiert auch von Ilja Richter, der Glotzkowski spricht. Herrlich. Ich mag den Film sehr. Gut. Ihr wollt natürlich auch noch was anderes sehen. Und zwar haben mich auch... Oh, einen Film habe ich noch übersehen. Den hatte ich mitgenommen. Auch eine Blu-ray. Das war, ist aber für mich kein Upgrade. Den habe ich auf Blu-ray bereits gehabt, weil der ist auf DVD gar nicht... Ja, ist schon erschienen, aber da war ich schon am Upgraden. Und zwar... G.I. Joe Retaliation, also in diesem Steelbook, im abgenutzten Style, ich fand es nur geil, es gab für 2 Euro, deswegen haben wir es mitgenommen, den Film haben wir bereits, hinten ist sozusagen so eine Pappe drauf, da ist ein Bild, ich glaube Snake Eyes ist da unter, wo das drauf festgeklebt ist mit den ganzen Informationen, hier kann man es so leicht sehen. Und das ist oben leicht wirklich abgeniedelt und unten auch so ein bisschen, weil es wohl ein bisschen höher stand und im Regal. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ansonsten top drin. Also, und eben halt das Steelbook, das sieht doch geil aus. Ich meine, kann man echt nicht anders sagen. Richtig geiles Steelbook. Auch so geprägt nach außen und Bruce Willis vorne drauf, Snake Eyes und The Rock. Fand ich geil, deswegen das... Ist mal was, was man in die Sammlung stellen kann. Auch die ist abgenutzt. Ich dachte erst, der ist wirklich abgenutzt. Aber nein, das ist nicht so. Das fand ich wirklich toll. Genau. Und bevor ich zu Computerspiel komme, gibt es noch 2 andere Sachen. 2 Hörspielkassetten habe ich gefunden für, oh, was war das? Je 1,50 kann man sagen, zusammen 3 Euro. Und zwar einmal 3 Fragezeichen, die bedrohte Ranch. Ich habe eigentlich alle 3 Fragezeichen. Ich habe die als Kassette, aber ich habe festgestellt, ich habe... Oh, einfach 5 oder 6 Kassetten ohne Cover in meiner Sammlung. In meiner Kindheit habe ich die wohl auch auf Flohmärkten wo auch mal bekommen, gekauft, ohne Cover. Man hat sich nicht so interessiert, hab's, man konnte sie hören. Man hat sie auf Kassette die gehört. Aber habe ich mir gedacht, ich kaufe mir die nochmal nach und dann entsprechend in einer etwas eheren Version. Hier ist es jetzt normale, die gelbe Version. Ne? Hauptsächlich wichtig ist mir, dass ich die Alfred Hitchcock Version als Cover erwische. Also die erste Tonauflage noch mit der Musik von Christian Bohn, nicht der überarbeiteten Version, weil die doch einen kleinen Unterschied zur Hörspielkassette hat. Die haben einen Unterschied in der Version ein bisschen. Egal, das spielt gar keine Rolle, das wollte ich dann haben, denn ich kann es euch einfach hier zeigen. Ich habe eigene Covers gemacht, damals gezeichnete. Ich blende hier mal gleich ein Bild ein. Dazu von den Versionen, wo ich jetzt upgrade. Natürlich behalte ich meine eigenen Cover auch, aber ich wollte die noch einmal dann im Original haben. Und
gab es auch, wie gesagt, ich bin kein Masters-Fan, deswegen wird mich das wohl auch verlassen, aber ich konnte es nicht liegen lassen. War die einzige Kassette, Masters Nummer 7, der Doppelgänger oder Doppelgänger. Soll eine sehr gute Geschichte sein. Ich habe sie auch mal gehört, aber ist ewig lange her. Vielleicht mache ich das nochmal. Ja. Hier hat er wohl einen Doppelgänger-Hiemen geschaffen, also hier hat Skeletor einen Doppelgänger-Hiemen geschaffen, um in Castle Grayskull einzudringen. Ja, eigentlich großartig. Dann haben wir der Doppelgänger auch gesprochen. Von Norbert Langer. Ja, so wie es aussieht, ja. Richtig toll besetzt eigentlich. Das macht das auch Spaß, die Masters zu hören. Auch für mich, der jetzt kein Masters großartig sammelt, sowas kann ich auch nicht liegen lassen. Ja, so, und jetzt kommen wir. Ich überlege gerade, ich habe noch zwei Sachen neben Computergames, aber komm, ich mache die Computerspiele vorzeigen und ein kleines Fund-Highlight, das klassische, zeige ich euch am Ende. Und zwar gab es einiges an Computerspielen. Fangen wir mal an mit etwas mit PlayStation 2. Da gab es drei gefundene Sachen. Die haben knapp 4 Euro das Stück gekostet. Ging jetzt auch bei den zwei Platinum Games, ja, war doch nachträglich ein bisschen Beigeschmack, weil mein Bruder hat festgestellt, in seiner Sammlung fehlt ihm Ratchet & Clank 2. Und ich glaube, bei dem, ja, hier ist das Handbuch dabei. Aber hier bei Ratchet & Clank 1 hat man sich verguckt, da ist leider nicht das Handbuch dabei. Da ist nur dieser Beipackzettel. Ja, die beiden Spiele fehlten meinem Bruder noch in der ganzen Sammlung von dem. Und das ist jetzt, sind auch erstmal Platzhalter, weil es sollen später die regulären Fassungen dabei sein. Aber es gab auch noch Buffy im Bann der Dämonen, Chaos Bleeds auf PlayStation 2 in einem sehr guten Zustand. Also wirklich top. Und das ist schon ein etwas teurer Titel. Und ja, als Buffy-Fans kann man sagen, oder mein Bruder ist ein Buffy-Fan, lohnt sich das und ist auch kein so schlechtes Spiel, also für die Zeit jedenfalls. Gut, dann geht's weiter mit, und das passt auch ganz gut, mit einmal PlayStation 4, South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Gab's für, glaube ich, 8 Euro, es war so ein Bundle mit ein paar anderen Spielen, in dem Sinne, mit dem auf was gleich kommt und den beiden PlayStation 2 Spiel. Ja, so war das. Also wie gesagt, das und für South Park auch das PlayStation 1 Spiel. Ich bin kein großer South Park Fan, aber ich dachte mir, das Spiel kenne ich noch nicht und ja, grafisch ist es wohl nicht das Highlight, aber ja, ist doch kein so ein häufiger Titel. Also haben wir gedacht, nehmen wir es mit. So, kein auch so häufiger Titel, weil die Lizenz wohl auch ausgelaufen ist, aber immer noch ein sehr geiles Game, auch kann ich nur empfehlen, für die Wii, der Herr der Ringe Lego. Auch ein sehr geiles Game. Bisschen klassisches Lego-Spiel, aber ein bisschen mit ja, Rollenspielelemente versehen. Wirklich toll, macht auch tierisch Spaß und ja, kann ich euch nur empfehlen. Und das gab es jetzt für 2 Euro und haben wir mitgenommen. Ist halt etwas gefragter. Ich glaube, es ist auch schon eine Sammlung, das heißt, es wird uns verlassen. Wohl, aber ja, was soll's. So, und dann habe ich ein Spiel mitgenommen, was wir, glaube ich, auch hatten in der Sammlung, aber es war so im Traumzustand, dass ich es mitgenommen habe. Es hat, glaube ich, nur eine minimale Macke. Das ist L.A. Noire in dieser Special Edition oder einer Complete Edition für die Xbox 360. Diesen wunderbaren Sammelschuber. Also, ich finde ihn herrlich. Fast, also kaum Abnutzung, also an der Box. Ist sehr gut im Zustand. Auch hier eben halt Handbuch dabei. Und hier ist die einzige Sache, was ich auch verstehen kann. Man wollte den Aufkleber hier von Xbox, der da drin klebt, versuchen zu entfernen. Und ganz leicht versucht, oder hier hat er sich gelöst an der einen Ecke. Ansonsten wunderbar. Alle 4 Discs drin. Herrlich. Also, das konnte ich nicht liegen lassen. Das gab es für 3 Euro. Ich habe das Spiel auch in der abgegradeten Version. Und das ist ja auch wieder das Gleiche. Wir haben das auch in der PlayStation 5 Version, glaube ich, hat mein Bruder das in einem Bundle mal irgendwann mitgenommen. Aber guckt euch diese Edition an. Es ist doch Hammer, was die rausgebracht haben. Und dann hat man dann eine normale Hülle dagegen. Das ist so wieder so, dann als Sammler, also als wirklich als Game-Sammler sammelt und der physisch sammelt, da hat man natürlich auch so, man möchte was hingucken haben.
Und das ist wirklich ein Hingucker. Man sagt, ey, geile Box und toll. Deswegen wissen wir noch nicht, ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt haben, aber in dem Traumzustand habe ich sie für 3 Euro mitgenommen. Ging nicht anders. So, das letzte, was ich jetzt auf dem Flohmarkt mitgenommen habe, war für 2 Euro. Und zwar war es, ich habe es jetzt in eine Plastiktüte gepackt oder eine Plastikfolie, einen ganzen Haufen Retro-Aufkleber. Retro sage ich, weil die stammen echt frühe 80er. Da war eine ganze, aus den frühen 80er Jahren. Da hatte ein Stand oder eine kleine Kiste mit Aufklebern. Ich hätte alle mitnehmen können, aber war auch so viel Aufkleber, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann, dabei. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, ich hätte zwar 2,50 Euro für die ganzen, aber irgendwie habe ich gesagt, nee, ich brauche nicht Müll, was ich hier wegschmeiße. Hätte ich auch machen können. Ich habe jetzt 2 Euro bezahlt, ich hätte die 2 Euro wahrscheinlich auch für alles bezahlen können. Die waren froh, wenn die los werden. Aber ich habe einfach die interessanten Stücke für mich rausgenommen. Und zwar habe ich Playmobil-Aufkleber gefunden. Es gibt 4 verschiedene Motive. Das eine habe ich nur einmal. Und zwar einmal hier dieses Motiv. Dann dieses Motiv. Ich glaube, die haben jetzt eine 5-stellige Postleitzahl. Das heißt, die müssten so aus den 2000ern stammen. Hier haben wir den Piraten. Noch richtig cool. Also, und als letztes den Zauberer. Also ihr seht, das sind da mehrere, abgesehen von der ersten, also vom, na egal, ne? Abgesehen von ihr hier, habe ich alle mehrfach und ich werde auch einige abgeben, gar nicht ganz ehrlich. Dann gab es so einen kleinen Airfix. Aufkleber, ich sage ja so, Logo-Aufkleber waren dabei, aber mit Firmen, die ich nicht so viel anfangen konnte. Ich habe schon die besseren rausgekramt, was so interessant war. Ja, dann gab es hier Lego-Aufkleber. Ich zeige euch nochmal je einen. Das ist ein ganzer Stapel von den gleichen Aufklebern. Und die sind von 94. Auch richtig cool. Kann man echt sagen. Cool. Ne, hoppla, jetzt komme ich und ich gehe durch dick und dünn. Ein ganzer Stapel. Ich habe die alle mitgenommen, alles was dabei war. Ja, warum nicht, habe ich mir gedacht. Dann etwas, was ich mitnehmen musste, weil ich einen Schauland bei mir mal in der Stadt hatte und den Aufkleber habe ich auch. Das Schauland, das Geist. Gab es jetzt hier ein paar Mal. Habe ich einfach gesagt, den muss ich mitnehmen, der ist so kultig. Das, ja, ging nicht anders. Und genauso kultig für mich als Norddeutscher, als Hamburger Nordlicht, einmal den Antje-Aufkleber vom NDR. Ist der nicht geil? Das ist so ein richtig geiler Aufkleber. Also Wahnsinn. Und ebenso nostalgisch, und dass der dreimal dabei war, also das fand ich echt erstaunlich, ist dieser Aufkleber mit den Schlümpfen. Der müsste aus den frühen 80ern stammen, es ist kein Datum leider drauf. Die Schlumpfserie A, es gab also hier auch Serie B und C und ein Poster von der Firma Omo. Omo war ist ein Waschmittel und da gab es diese Serie aus den 80er Jahren. Und Wahnsinn, dass die dabei sind. Also ich habe sie in meiner Kindheit gehabt, wir haben sie auch aufgeklebt und ich habe sie bestimmt noch irgendwo auf meinem Kindheitsschrank mit den vielen Aufklebern. Und ja, die zu finden war echt klasse. So, dann gab es Konami. Aufkleber, der ist doppelt, deswegen brauche ich nicht nochmal zeigen. Es ist eigentlich der gleiche, aber schaut genau hin, 2 verschiedene Versionen des gleichen Aufklebers. Da unten stehen die ganzen Systeme, da nicht. Wahnsinn, den gibt es 2-mal. Echt toll. Und der ist nur rund und da gucken die Füße raus. Also ist mir vorher nie aufgefallen. So, dann habe ich gefunden, den musste ich auch mitnehmen, Michael Schumacher und Dekra. Und genauso Michael Schumacher und Carrera. Ist das nicht auch nostalgisch? Eine Legende mittlerweile. Immer schade, was mit ihm passiert ist, gesundheitlich. Aber für das, was er geschaffen hat, ja, bleibt er in Erinnerung. Und dann habe ich hier nochmal, ja, das kann ich auch zeigen, 2 Revell-Aufkleber gefunden mit Autos. Hinten ist sogar noch drauf, von welchem Händler. Das war die Firma. Ein Spielzeuggeschäft, hoch, ist das alt. Auch noch 4-stellige Postleitzahl, das heißt, die Dinger
sind definitiv 90er, 80er. Genau. Zwei schöne Autos. Wunderbar. Konnte ich auch nicht liegen lassen. Genauso wie, das ist jetzt so ein Sticker-Bogen. Ich weiß gar nicht, wo der war, aber ich fand es toll. So richtig schön alte Miggi-Aufkleber. Und ja, Eisenbahnfans, Fans finden Arnold auch nicht schlecht. Das finde ich richtig geil. Love you tender, passt perfekt zu einer Tender-Lok. Herrlich. Und Sega-Aufkleber. Ich zeige euch die mal einzeln. Der Bessere gewinnt. Hier habe ich, wo ist mein Sega? Beides das gleiche Titel, aber mit Sonic. Einmal dieses schöne Aufkleberchen und dieses Aufkleberchen. Ja. Das war's im Endeffekt. Mehr gab's nicht auf dem Flohmarkt. Also ihr habt jetzt ja einen Megapack gesehen. Ich habe mich jetzt hier Zeit gelassen. Das war der Sonntagsflohmarkt. Zwei Tage Flohmarkt-Power, das haben wir selten. Mal sehen, was in den nächsten Wochen ist. Denn es wird jetzt weniger, auch wenn wir jetzt noch, ja, was kann man sagen, Anfang September haben. Aber die Flohmärkte werden jetzt langsam bei mir in der Gegend weniger. Ich sag mal so, ja, jetzt September gibt es noch ein paar kleine und auch im Oktober ein, zwei und das war's. Und dann ist wieder Sommerpause und dann geht das wirklich erst im März wieder los. Das heißt aber nicht, dass nicht Videos folgen, aber nicht unbedingt mit Flohmarkt-Videos. Das ist ganz normale Pickup-Videos, ganz normale Let's Views, ganz normale, was auch immer ich mir einfallen lasse, weil ich habe eine ganze Menge Ideen und ich möchte einfach verschiedene Videos präsentieren und mich nicht nur auf Flohmarkt-Pickups beschränken, weil ich einfach Bock zu habe, auch andere Sachen zu zeigen. So, jetzt ist die Luft raus. Alles klar. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt mir eure Gedanken. Ansonsten, ich freue mich über ein Like. Und ja, wer disliked, hat gefälligst zu sagen, warum er disliked. Das ist immer noch meine Meinung. Egal. Ja, bis zum nächsten Mal.